Damit ein ganz herzliches Willkommen zu den Bundesliga-Tipps. Ich tippe den 6. Spieltag und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt unbedingt auch gerne eure Bundesliga-Tipps in die Kommentare. Ja, und wir starten direkt mal rein mit der ersten Partie. Der SC Paderborn trifft auf Hannover 96. Ja, die Paderborner. Fangen wir mit denen zuerst an. 3:3 gegen Münster. Ja, war okay, war sehr torreich auf jeden Fall, aber man hat natürlich sich schon noch mehr erhofft, denn die Münsteraner sind ja auch jetzt nicht so gut in die zweite Liga gestartet. Jetzt geht's gegen Hannover, die letzte Woche sehr erfolgreich waren. Gegen Kaiserslautern 3:1 waren sie erfolgreich zu Hause, haben auch 1:0 geführt in der Halbzeitpause. Also das sah schon sehr, sehr gut aus und ich glaube auch, wie gesagt, dass die Hannoveraner hier gegen Paderborn was holen werden. Es wird ein knappes Spiel, aber am Ende gewinnt Hannover 96 mit 2:1. Schalke gegen Darmstadt. Auch eine sehr interessante Partie. Bei Darmstadt, da brennt ja wirklich ein bisschen der Baum. Bei Schalke, ja, da ist so ein bisschen Unruhe dabei. Ich meine, es war klar, dass es gegen den Karlsruher SC sehr, sehr schwierig sein wird. Und das hat man auch gemerkt. 2:0 verloren, 1:0 noch zur Pause. Also, ne, das war schon sehr deutlich oder zumindest klar, was das angeht. Ja, wie gesagt, somit haben die Schalker das nächste Spiel verloren, sind somit auf Rang 13 abgerutscht. Wir haben auch nur 4 Punkte in 5 Spielen. Also da wäre es natürlich schon wichtig, wenn man jetzt gegen den SV Darmstadt 98 den nächsten Sieg holt. Zumal sie spielen zu Hause. Darmstadt ist auch wirklich nicht gut in die zweite Liga gestartet, sind auf Tabellenplatz 16 mit nur 2 Punkten, auch gegen den Tabellenletzten, gegen Eintracht Braunschweig, hat es nur für einen Unentschieden gereicht. Sie haben 1:0 geführt in der Halbzeitpause, ja, und haben auch das nicht über die Zeit bekommen. Der neue Trainer, Florian Kohfeldt, konnte auch noch keinen so richtigen Trainereffekt machen. Thorsten Lieberknecht hatte ja aufgehört, war somit die erste Trainerentlassung sozusagen in der zweiten Liga. Und ja, wie gesagt, so einen richtigen Trainereffekt gab es eben nicht bei Darmstadt 98. Und jetzt geht's gegen die Schalker und die spielen zu Hause und sie müssen eigentlich gewinnen und sie werden auch gewinnen. Mein Tipp ist hier ein 2:0 Erfolg für die Königsblauen. Ja, dann geht's ins Rhein-Derby rein. Düsseldorf gegen den ersten FC Köln. Ja, über Köln, da lacht die Sonne und über Düsseldorf die Welt. Aber letzte Woche Samstag hat leider auch die Welt über den ersten FC Köln gelacht, denn 33 Torabschlüsse und davon ging einer rein. Von Damian Downs und sonst ging alles daneben oder der Magdeburger Keeper hat alles gehalten. Magdeburg hatte 5 Torschüsse und hat davon aber 2 reingemacht. Ja, und am Ende heißt das Ergebnis eben 2:1 für Magdeburg und ganz Köln weiß nicht warum. Und ich weiß es auch bis heute noch nicht und ich hoffe, dass man wirklich gegen Düsseldorf, ja, die Torschüsse, die man hat, auf jeden Fall nutzt und reinmacht. Denn dann lacht definitiv über Köln die Sonne und über Düsseldorf die Welt. Sonst wird es vielleicht wieder umgekehrt. Die Düsseldorfer sind sehr gut in die zweite Liga gestartet, sind auf Tabellenplatz 1 mit 13 Punkten nach 5 Spielen. Das ist schon sehr ordentlich. Und auch gegen die Hertha konnten sie gewinnen mit 2:0. Auch sehr solide gespielt. Also die Kölner sollten auf jeden Fall gewarnt sein gegen Fortuna Düsseldorf. Aber da ich Kölner bin und natürlich einen Derby-Sieg haben möchte, tippe ich auch dieses Mal. Sonst ist es ja eigentlich immer realistisch. Obwohl es ist auch realistisch, dass der 1. FC Köln gewinnt. Also so unrealistisch ist das jetzt auch nicht. Aber natürlich muss ich hier für meinen Verein tippen. Es ist ein Derby. Natürlich will ich, dass der 1. FC Köln gewinnt. Denn klar ist auch, man weiß ja nie genau, ja, wann das nächste Spiel ansteht gegen Düsseldorf. Denn klar, jetzt die Rückrunde ist logisch, aber in der neuen Saison. Denn dieses Traditionsduell, dieses Rhein-Derby gibt es eben noch nicht so oft. Und ich glaube aber, dass der 1. FC Köln seine Chancen nutzen wird und dann werden sie auch überlegen sein. Aber es wird ein sehr enges Spiel, glaube ich, weil Fortuna eben auch zu Hause spielt. Ich glaube hier tatsächlich ein sehr, ja, spektakuläres Spiel, sagen wir es mal so. 3:2 für den 1. FC Köln. Ja, für Jonas Urbich gibt es leider wieder 2 Hütten. Aber der 1. FC Köln macht auch 3 Hütten, macht aus seinen Torchancen die Tore und somit 3:2 für den 1. FC Köln. Und somit wäre es der Derby-Sieg gegen Düsseldorf. Nürnberg gegen Hertha, auch ein sehr traditionelles Duell, muss man ganz klar sagen. Nürnberg auch, ja, überragend, auch letzte Woche gegen Ulm 2:1 gewonnen, noch enge Partie in der ersten Halbzeit, 0:0 stand es da, aber dann kam der Club aus Nürnberg
immer weiter. Sehr gut. Ja, auch die Herthaner, ich habe es schon angesprochen, gegen Düsseldorf 2-0 verloren. Hertha allgemein auch nicht so erfolgreich. Ich meine, sie hatten auch Pech, ne? Ich meine, Rehse, der stärkste Herthaner, muss man sagen, ist ja zurzeit auch noch verletzt. Aber trotzdem hat man von Hertha irgendwie mehr erwartet. Gerade was auch die Bundesliga-Prognosen anging, da war Hertha überall, ja, 2 oder eher 1, also das muss man wirklich sagen. Aber zurzeit, ja, ist es auch noch nicht so zufriedenstellend. Auf Platz 9 zurzeit mit 7 Punkten, genauso wie der 1. FC Köln mit nach 5 Spielen. Wie gesagt, da hat man ein bisschen mehr erwartet. Jetzt gegen Nürnberg wird es auch nicht viel einfacher. Ich glaube tatsächlich hier an ein 1:1. So, Braunschweig gegen Fürth. Ja, die Fürther. Gut gestartet in die neue Saison. 6. Tabellenplatz, 9 Punkte von 5 Spielen geholt. Das ist sehr, sehr gut. Gegen Elversberg, ja, da hätte es ein bisschen mehr sein können. Gerade in Fürth, da erwartet man eigentlich schon einen Sieg. War ein 0:0. Braunschweig, ich habe es erwähnt, auch nicht gut in die Saison gestartet. 1:1 gegen Darmstadt. Braunschweig allgemein ja auch ganz weit unten auf Platz 18. Also von daher, die tun sich weiterhin schwer. Und ich glaube auch weiterhin, dass sie da unten bleiben werden. Denn die Fürther, die werden ordentlich gewinnen gegen Braunschweig. Mein Tipp ist ein 3:0 Erfolg für die Kleeblätter. Dann die Lauterer gegen den HSV. Geiler geht es gar nicht. Fansmäßig werden überragend sein. Das wird ein richtig geiles Samstagabendspiel. Also, dass das Topspiel geworden ist in der zweiten Bundesliga, überrascht mich nicht. Auch wenn das Derby natürlich auch eine gute Alternative gewesen wäre. Aber Lautern gegen HSV hat auf jeden Fall auch was. Also von daher Lautern überragend. Ja, von den Fans her, spielermäßig, ist es ganz solide auf dem 10. Tabellenplatz. 7 Punkte geholt von 5. Ja, gegen Hannover, wie gesagt, nicht so erfreulich. 3:1. Aber der HSV, der war überragend. Gegen Jahn Regensburg 2:0 zur Pause. Und am Ende stand es 5:0 für den Hamburger Sportverein. Also das sieht wieder sehr, sehr gut aus, was der HSV da macht. 10 Punkte schon geholt aus 5 Spielen. Zurzeit auf dem beliebtesten Platz der allen Hamburgern auf Platz 4. Und ja, deswegen, also, das wird schon ein geiles Duell. Ich glaube aber, dass der HSV das Ding machen wird, auch wenn es auf dem Betze sehr, sehr schwer wird. Mein Tipp ist am Ende ein knappes Ergebnis. 1:0 für den HSV. Ja, und jetzt kommen wir schon auf Elversberg und Ulm. Zwei Teams, die jetzt nicht so die Zuschauerzahlen anreizt, sag ich jetzt mal. Also da werden jetzt nicht die Einschaltquoten brennen, wie beim HSV und bei Kaiserslautern. Aber trotzdem natürlich ein interessantes Duell, denn Elversberg ist auf Platz 12 und Ulm hat bis jetzt auch noch keinen Sieg geholt in der zweiten Bundesliga. Bis jetzt nur ein Unentschieden, das ist definitiv zu wenig. So steigst du wieder ab, das muss man ganz klar sagen. Und ja, wie gesagt, auch gegen Nürnberg konnte Ulm nicht viel ausrichten. 2:1 stand es da am Ende, in der Pause stand es wenigstens noch 0:0, aber das ist einfach zu wenig. Und Elversberg hat auch eine Nullnummer, oder eher gesagt ein Punkt, aber insgesamt von den Toren her eben eine Nullnummer gemacht gegen Fürth. Ich glaube tatsächlich, es wird auch wieder eine Nullnummer, es wird ein ganz langweiliges Spiel. 0:0 trennen sich die beiden am Ende. Magdeburg gegen Karlsruhe. Ja, Magdeburg hat zwar kein schönes Spiel gemacht gegen den 1. FC Köln und war auch in den meisten Zeiten des Spiels sehr unsichtbar. Aber sie haben am Ende gewonnen. Sie haben die 3 Punkte geholt und sie sind auch wirklich sehr, sehr gut in die zweite Liga gestartet. 3. Tabellenplatz, mittlerweile auch schon 11 Punkte aus 5 Spielen. Das ist sehr, sehr stark, muss man einfach sagen. Und gegen Karlsruhe ist es einfach, oder nicht einfach, so rum. Denn auch Kaiserslautern wollte ich schon wieder sagen. Karlsruhe natürlich ist auch sehr gut in die Saison gestartet. 2. gegen den 3., das klingt sehr interessant. Karlsruhe, wie gesagt, auch sehr solide gegen die Schalker gewonnen. Also das wird eine hochinteressante Partie und ich glaube tatsächlich, dass sie auch torreich wird. Mein Tipp ist hier ein 2:2. Regensburg gegen Münster. Ja, auch die Partie ist darum wieder, also ne, erst so die geilen Magdeburg-Karlsruhe, auch wieder mega, gerade von der Tabellensituation und dann haben wir wieder ein Duell. Ja, zwei Mannschaften, die einfach noch überhaupt nicht überzeugt haben. Jan Regensburg, eine komplette Klatsche gekriegt letzte Woche gegen Hamburg und auch Münster. Ja, das ist einfach noch zu wenig. 3:3 gegen Paderborn, okay, aber am Ende haben sie auch nur 2 Unentschieden geholt und sind somit auf Platz 15.
ja, knapp vor Darmstadt wegen dem Torverhältnis. Aber das ist halt im Großen und Ganzen nicht viel. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Münsteraner hier das erste Mal erfolgreich werden. Es wird wieder ein enges Spiel. Mein Tipp ist ein 2:1 Erfolg für Münster. Und somit hätte Münster den ersten Dreier geholt in der zweiten Bundesliga. Ja, das sind meine Zweitligatipps für den sechsten Spieltag in der Saison 2024-2025. Wir schauen nochmal kurz auf die Blitztabelle. Laut meinen Tipps wäre der Karlsruher SC natürlich wieder auf Platz 1 mit 14 Punkten. Der Hamburger Sportverein auf Platz 2. Fortuna Düsseldorf rutscht durch die Niederlage gegen den 1. FC Köln ab auf 3. Hannover auf Platz 4, Fürth auf Platz 5, Magdeburg auf Platz 6. Köln würde somit wieder auf Platz 7 rutschen und würde eben nicht den Anschluss auf die Aufstiegsränge verpassen, denn sie würden natürlich weiter dran glauben können. Mit 10 Punkten ist man dann auch voll in der Verlosung drin. Es sind nur 3 Punkte auf Platz 2. Also von daher ist da noch alles drin, wenn sie das Spiel gewinnen. Und das ist eben auch enorm wichtig gegen Düsseldorf, dass man eben am Ende das Ding machen wird oder machen muss eigentlich, um den Anschluss eben nicht zu verlieren. Dann Paderborn auf 8 rutscht somit runter durch die Niederlage. Dann haben wir die Herthaner mit Platz 9. Dann haben wir die Nürnberger auf Platz 10, rutschen wieder einen Platz hoch. Elversberg ebenfalls einen Platz hoch auf 11. Schalke auf Platz 12, auch durch den Sieg natürlich gegen den SV Darmstadt 98, rutschen sie nochmal nach oben. Kaiserslautern rutscht runter durch die Niederlage gegen den Hamburger Sportverein. Preußmünster durch den ersten Sieg in der zweiten Liga direkt auf Platz 14. Jan Regensburg lassen sie unter sich mit Platz 15. Und 16. der SSV Ulm, ja, durch dieses Unentschieden gegen Elversberg. Darmstadt rutscht somit wieder runter, weil sie verlieren. Und Eintracht Braunschweig bleibt weiterhin das Schlusslicht der zweiten Bundesliga. Jetzt bin ich natürlich sehr auf eure Tipps gespannt. Wie gesagt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr keinen Livestream zum Beispiel, denn der startet gegen Fortuna Düsseldorf um 12.30 Uhr geht es los. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. 13 Uhr startet ja die Partie, startet das Rhein-Derby. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich verabschiede mich. Danke für euren Support. Danke, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt. Und ich sag mal, bis dahin, macht's gut. Euer Niklas und ciao.